Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone. Es geht wieder weiter mit dem Bushcraft Camp und ich würde sagen, legen wir los! Leute, wir haben schon wieder Spaß hier gehört. Ich habe ein bisschen gebastelt. Es war hier solche kleinen Perlen, sage ich mal, verschiedene Stärken, auch eine kleine andere Form hier mit sowas. Ganz cool, ein bisschen abgeschliffen. Ich habe es ein bisschen used gelassen. Marco hat auch gerade eine gemacht. Aber Marco hat die richtig geil abgeschliffen mit Schleifpapier. Also richtig, sieht halt ein bisschen edler aus. Ein bisschen, meinst du mehr so ein bisschen Vintage used, keine Ahnung was Look. Markus ist richtig auf Hochglanz, aber sieht auch schick aus. Ja, und die, mal gucken, wofür man die so nehmen kann. Man könnte die zum Beispiel an eine Messerscheide hier irgendwie ranmachen. So mit einer Lederscheide sieht es dann wahrscheinlich geiler aus. Oder beim Feuerstahl unten ran. Oder einfach so als, ja, als kleine Perle, sag ich mal. Und jetzt kommt hier das andere Highlight, was Max gestern gebastelt hat. Im Dunkeln. Kann ich euch noch gar nicht zeigen. Ist eine saugeile Pfeilspitze. Ja, richtig schön mit kleinen Widerhaken, mit einem kleinen Loch drin, Kerbung. Und die kommt nachher natürlich noch auf den Speer drauf. Am nassen Holz waren schon noch viele Holzspäne drin, ne? Ja, auf jeden Fall. Kopfplastiker. Sehr schön. Ja, Max, seine Spitze ist quasi fertig, noch schön mit Birkenpech, was wir ja gestern hergestellt haben, ummantelt und sieht einfach richtig geil aus mit schon ein paar Widerhaken. Und wir haben es jetzt mal auf die Länge, beziehungsweise Max hat es mal auf die Länge abgeschnitten, einfach als Deko-Element, als kleines Bastelprojekt, weil von der Spitze her wäre es wahrscheinlich für einen Pfeil, für einen Bogen gut geeignet, aber dafür war der Stock zu krumm und deswegen wird es wahrscheinlich eher ein schönes Vitrinenstück, an das man sich lange zurückerinnert. So, schauen wir mal, wie Max das Ende noch gestaltet. Vielleicht mit Kiel. Ah, sieht auf jeden Fall schon sehr geil aus. Schönes steinzeitliches Werkzeug, beziehungsweise Jagdwaffe, Pfeil, whatever. Neigt sich so langsam dem Ende
unser kleiner Ausflug hier. Es regnet seit heute früh um 7.30 Uhr, 7 Uhr oder so. Wir werden jetzt nach und nach alles ein bisschen zusammenpacken. Haben fleißig gebastelt, neue Werkstoffe kennengelernt, Knochen, Birkenpech. Max hat den übelsten Pfeil gebaut, habt ihr auch gesehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß bei der Folge, bzw. generell bei den letzten Folgen, wo wir hier draußen waren. Und wenn ihr mich Fragen sein sollt, schreibt es in die Kommentare. Checkt mal die Videobeschreibung aus, die ist direkt unter dem Video. Da ist nochmal all möglicher Kram verlinkt. Auch zur Ausrüstung und natürlich Social Media, Facebook, Instagram, zweiter YouTube-Channel. Da gerne mal vorbeischauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal oben, abonniert den Kanal. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.